Dann hat er gesagt zu mir, ob ich schwimmen könnte. Und ich habe gesagt, nein. Und da hat er mich reingeschmissen ins Wasser, der Polizist. Und ich bin zurückgeschwommen und er zog mich dann noch raus und sagte, lügen tust du auch noch. In 1907 kommt Johanna in Dresden zur Welt, als uneheliches Kind einer ungarischen Jüdin. Die frühen Jahre sind geprägt von Hunger, harter Arbeit und den Misshandlungen eines Stiefvaters. Hilfe und Zuwendung erfährt Johanna vor allem durch die israelitische Gemeinde. Der Oberrabbiner wird ihr Vormund, das Kind erhält Schulgeld, Kleidung und schließlich eine eigene Kammer, um dem Stiefvater zu entgehen. Über ein Netz von Fürsorgevereinen kümmert sich die Religionsgemeinde um die 5.500 Dresdner Juden. Während der Inflation verstärkt sie ihr Bemühen, den Ärmeren zu helfen. Meine Religionslehrerin war Frau Dr. Stein. Und wir finanziellen, ärmeren jüdischen Menschen, für die hat sie gesorgt, dass sie eine Lehrstelle bekam. Ich bin zu Frau Johanna Hunger gekommen auf die Waisenhausstraße und das Atelier war auf der Münchner Straße. Ich sollte Putzmacherin lernen. Und nach 14 Tagen sagte sie mir, also sie wäre nie eine Putzmacherin. Sie haben doch Paprika im Blut. Sie können doch gar nicht ruhig sitzen. Was soll ich mit Ihnen machen? Und dann nahm ich an, dass sie mich nun rauswerfen könnte. Und ich habe furchtbarlich geweint, weil so eine Lehrstelle, es war genau wie heute, dass man keine anständige Lehrstelle bekommen konnte ohne Fürsprache. Und da hat sie gesagt, du brauchst nicht zu weinen, aus dir mache ich eine sehr gute Verkäuferin. Die Lehre als Verkäuferin muss sie vorzeitig abbrechen, weil der Stiefvater sie zwingt, zum Unterhalt der Familie beizutragen. So fängt Johanna als Bürohilfe an. Doch eigentlich will sie Tänzerin werden. Sie bewirbt sich an der Palooka-Schule, erhält dort Beifall für einen feurigen Chardasch und wird abgelehnt, weil sie zu klein ist. Tanzen bleibt Johannas Lieblingsbeschäftigung und nach der harten Tagesarbeit stürzt sie sich lieber ins pulsierende Dresdner Leben als ins jüdische Gebet. Mit der Weltwirtschaftskrise reiht sich die junge Frau zunächst ins Heer der Arbeitslosen ein. Dann gründet sie mit einem Freund eine kleine Druckerei, in der heimlich auch Flugblätter für Spartakisten entstehen. ...1933 verändert sich das geistige Klima in Dresden fast über Nacht. Die NSDAP marschiert in die Residenzstadt ein. Ein starker Führer verspricht den Weg aus der Krise und selbst der Mittelmäßigste ist plötzlich wer, wenn er nur Deutsch ist. Johanna hat ihre erste Begegnung mit der neuen Macht, als sie ins Café Altmark geht, um einen Flamenco-Tänzer zu erleben. Der Tänzer, ein Jude, wird nicht mehr geduldet in der neuen Kultur. In der Veranstaltung tauchen plötzlich ein Dutzend SA-Leute auf. Und der eine wollte, das war ein Vierertisch, da saß ein Herr am Tisch, meine Freundin von der Palooka-Schule und ich. Und wollte sich gleich da hinsetzen. Ich sage, es tut mir leid, jemand auf der Toilette, der kommt gleich wieder, weil ich hier mit solchen Leuten nichts zu tun haben wollte. Und in diesem Moment, der Mann tanzt, da ist das Podium oben. Da haben sie den gezerrt, von oben runter, mit dem Kopf auf den Holzbrett und haben den zugerichtet. Und ich habe meinen Schuh ausgezogen gehabt, den einen, bin mit vorne und habe den weggestoßen, weil das ist, die Kräfte hatte ich auch nicht, habe ihn aber immer mit dem Absatz auf den Kopf rumgedämmert. Ne?
Und das ist es natürlich zu einer Schlägerei gekommen. Aber es waren so viele Leute, so viele SA-Männer, dass ein Einzelner da nicht erreicht hat. Und ich flog die ganze Treppe runter und habe natürlich fürchterlich geschrien und geschimpft. Und zwar habe ich Ausdrücke gebraucht. Also den Führer habe ich als erster Linie als Mörder bezeichnet und so weiter. Und das kann ja lustig werden. Nach ihrem couragierten Auftreten im Café Altmarkt wird Johanna wegen Führerbeleidigung zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Doch die einzige war sie nicht, die dem Tänzer zu Hilfe eilte. Als sie aus der Haft entlassen wird, erwartet sie am Hintereingang ein großer, blonder Mann, der ihr im Café Altmarkt zur Seite gesprungen war. Und ich sage, Hoiwe, wissen Sie denn, dass ich heute entlassen werde? Und dann haben wir uns ab und zu getroffen. Es war niemals, also lieber auf den ersten Blick, es war bloß, wie soll ich mich ausdrücken, eine politische Sympathie, dass wir beide gegen etwas zusammen hatten. Max, ein junger Maler und Kunstschmied aus Breslau, gehört zu den Roten Bergsteigern und zum Freundeskreis um den Maler Otto Griebel, der ihm eine Atelierwohnung auf der Ostbahnstraße besorgt hat, einem Künstlerviertel am Dresdner Hauptbahnhof. Nach der ersten Begegnung treffen Johanna und Max sich fast täglich. Doch ihre Unbeschwertheit ist nur von kurzer Dauer. Wie eine Lauge frisst sich der Nationalsozialismus bereits durch die Elbmetropole. 1934 steigt auf dem Dresdner Heller die große Fahnenweiher der SA Sachsens, der eine Endlosparade durch die Innenstadt folgt. Gleichzeitig durchforsten neue Funktionäre nun die Einwohnerkarteien, um auszusortieren und aufzuräumen. Ich hatte ein Zimmer, ein möbliertes Zimmer auf der Viktoriastraße in Dresden gemietet. Und ein schönes Tagesfrüh zwischen 5 und 6 kam ein Polizeier und sagte, packen Sie Ihre Sachen ein. Und naja, also sauber ist eigentlich die Judensau. Auf dem Polizeipräsidium teilt man der vorbestraften ungarischen Jüdin die Ausweisung aus Deutschland mit. Aus einer Zelle im Hauptbahnhof gelingt es ihr noch, Max eine Nachricht zukommen zu lassen. Dann zerrt sie der Polizist in den Zug nach Schönau. Ja, hat mich bis an die Grenze gebracht. Dort sind wir ausgestiegen und sind hier. Und ich sollte weiterlaufen in die Tschechei rein. Und ich habe das auch getan. Und dann kam aber ein Grenzler, der hat gesagt, wo wollen Sie hin, Dokument. Und ich habe noch den Einwohnerschein gehabt und er sagte, gehen Sie mal ganz schnell wieder zurück. Ohne Dokumente werden Sie überall eingesperrt. Ich bin wieder zurück und dann traf ich diesen jungen Polizisten wieder. Naja, ich bin mit ihm zurückgegangen und er hat mich gefragt, ob ich schwimmen kann. Ich sage, nein. Und da sagt er hier, und da hat er mich reingestoßen und ich bin wieder zurückgeschwommen. Da hat er gesagt, lügen tust du auch noch. Und nun war der Zug weg und ich musste in der kleinen Gaststätte, wo auch Übernachtung war, übernachten. Die junge Frau wird in die Pension eines NSDAP-Genossen geschleppt und dort in eine Dachkammer einquartiert, die nicht verschließbar ist. Nach Anbruch der Dunkelheit kommt der Dresdner Polizist mit dem Wirt die Stiege herauf, um sein Opfer, wenn es schon nicht ersoffen ist, wenigstens zu vergewaltigen. Und dem Polizisten habe ich richtig in die Augen gesehen und habe mich richtig gekratzt und mich gewehrt und geschrien. Und da plötzlich kam auch der Schrei von unten. Was ist denn da oben los? Kommt mal sofort runter. Und das war die Frau vom Wirt. Und so bin ich aus dieser noch schlimmeren Affäre rausgekommen. Der Polizist Herbert Ossmann hat den Befehl, ohne die Jüdin nach Dresden zurückzukehren. So übernimmt ein ortskundiger NSDAP-Genosse das Abschieben. Monatelang hält sich Johanna dicht hinter der Grenze zu Deutschland auf. Dann hat Max das Geld zusammen, um einen ungarischen Pass zu besorgen.
1935, nach einer heimlichen Trauung auf tschechischem Gebiet, kehrt das Ehepaar Max und Johanna nach Dresden zurück. Nur wenige Tage nach dem Erlass der Nürnberger Rassegesetze. Kaum in der Stadt werden die beiden denn auch wegen Rassenschande verhaftet. Das erste, doch keineswegs das letzte Mal während der braunen Herrschaft. Die Dresdner Bürger haben sich mit dem neuen Regime arrangiert. Manche eher pragmatisch, die Mehrheit voller Begeisterung. Juden und politische Gegner aber geraten schärfer ins Visier der Gestapo. Weil Max es ablehnt, sich von seiner jüdischen Frau wieder scheiden zu lassen, verhängt die Reichskulturkammer über ihn ein Mal- und Ausstellungsverbot. Trotz allem sind die Jahre nach der Rückkehr für Johanna die glücklichsten ihres Lebens. Wir waren schrecklich verliebt. Von Otto Kriebel bekam mein Mann eine Atelierwohnung. Da war also richtig wie Bohem eine große Kanone. Also ganz groß. Dann war ein riesengroßer Raum, ca. 30 oder noch mehr Quadratmeter. Und dann ein Nebenraum. Und das erste schöne Stück war natürlich, was jedes junge Leute brauchen, ein Paradiesbett, ja. Ein wunderschönes mit Messing. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Erstens war mein Mann ein Original, der war witzig. Der hatte so eine tiefe Stimme und wenn der sang, da hab ich gefroren. So im tiefen Keller. Und dann war der witzig, alle mochten den. Von Monat zu Monat hangelt sich das verliebte Paar über die Runden. Johanna nimmt eine Arbeit als Serviererin auf, in unauffälligen Lokalen, wo niemand weiß, dass sie Jüdin ist. Zerschnitten ist die Stadt in eine Licht- und eine Schattenseite. Während 1938 die Dresdner Synagoge in Flammen aufgeht, erfreut sich der Normalbürger des schönen Stadtbildes, der üppigen Auslagen. . 1941 erhält Max plötzlich einen Gestellungsbefehl. Johanna weiß, dass sie abgeholt wird, wenn ihr arischer Mann fällt oder in Gefangenschaft gerät. Doch Max verspricht ihr, bald zurück zu sein. In einem Lazarett infiziert er sich vorsätzlich mit TBC und wird als frontuntauglich entlassen. In 4 Monaten schmiss er Steine und ich hatte einen vor, da hat er keinen Schlüssel gehabt. Und ich habe eine furchtbare Angst ausgestanden. Ich denke, die holen mich. Und auf einmal hörst du eine tiefe Stimme. Du willst du nicht aufmachen. Dein Max ist da. Wissen Sie, es ist ja ein großer Mut. So, es kann ja was hängen bleiben. Und es ist ihm ja aber auch was hängen geblieben mit der TBC. Wie lange wird die Ehe Johanna vor dem Schlimmsten bewahren? Seit 1942 hat jeder Jude den Stern zu tragen, sind jüdische Wohnungen besonders gekennzeichnet. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur noch in Ausnahmefällen benutzt, der große Garten nicht mehr betreten werden. Juden ist es verboten, Eis zu kaufen oder Blumen. Für Johannas Mutter besteht schon bald keine Rettung mehr. Im Januar 1944 wird sie von der Gestapo abgeholt und ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie qualvoll ums Leben kommt. Johanna ist der gelbe Stern durch mangelnde Sprachkenntnisse ihrer ungarischen Mutter erspart geblieben. Ins Register der israelitischen Gemeinde wurde sie mit einem falschen Namen eingetragen. Am Ende hilft ihr das ebenso wenig wie ihre Ehe. Zunächst wird sie zwangsverpflichtet in eine Wäscherei, wo sie die schwerste Presse zu bedienen hat. Johanna ist schwanger, auch das ist der Gestapo nicht entgangen. Und so wird sie eines Morgens von zu Hause abgeholt.
ich im Auto saß, habe ich beobachtet, dass ich gar nicht wusste, wo es hingeht, da die Jalousien runtergemacht worden sind. Und in einer Klinik im Blauenschen Viertel, nennen wir das nicht, also die Kaiserstraße da unten, bin ich abgeliefert worden. Wo, das weiß ich nicht. Und bin operiert worden. Man hat mir das Kind weggenommen mit einem Kaiserschnitt. Und die Schwester hat mir dann hinterher gesagt, dass das Kind also vollkommen ausgewachsen war, also fertig war, dass das 7,5 Monate sind und dass es ein Junge ist gewesen. Und ich sollte mich trösten, ich wäre ja noch zu jung und vielleicht könnte ich noch eine ganze Menge Kinder gebären. Dass sie auch sterilisiert worden ist, erfährt sie nicht. Nach schweren Misshandlungen durch Gestapo-Kommissar Schmidt wird Johanna Ende 1944 ins KZ Ravensbrück deportiert. Dort eingeliefert, rettet ihr ein Wunder das Leben. Die zuständige SS-Aufseherin liest aus der Dresdner Akte, dass eine Jüdin es gewagt hat, den Führer zu beleidigen. Sie bekommt einen Tobsuchtsanfall und verpasst dem neuen Häftling einen roten Winkel, den für politische. Den dazugehörigen Davidstern vergisst sie. Damit führt Johannas Weg nicht automatisch ins Gas, sondern nach einer Strafblockbehandlung ins KZ-Außenlager Neurolau. In diesem Lager bei Karlsbad arbeiten die meisten Häftlingsfrauen in der Porzellanmanufaktur der SS. Johanna aber schuftet im Steinbruch. Doch im April 1945 rücken bereits Sowjets und Amerikaner auf das Egerland zu. Hastig werden nun die Häftlinge in Viehwaggons getrieben. Die SS will ihre Beutesklaven Richtung Dachau in Sicherheit bringen. Die Transporte kommen jedoch nur bis Petschau. Von hier aus geht es auf einen Todesmarsch, den am Ende kaum eine der erschöpften Frauen überlebt. Also wir sind getrieben worden. Wer nicht mehr weiter konnte, wurde erschlagen. Und wer sie hier türmen wollte, wurde erschossen oder von der Hunde zerbissen. Und dadurch sind wir von diesem großen Transport nur noch die 38 Menschen übrig geblieben. Von den 38 Menschen waren 2 Jüdinnen und eine ungarische Jüdin. Man weiß das ja, da war das U mit drauf, Ungarn, und jede Nation hatte außerdem und den Davidstern. Oder? Und auf jeden Fall haben die 2 Jüdinnen erst mal erschossen und dann die Mutter mit 2 jungen Mädchen. Ich kann sie sagen, so 13, 15 oder ob sie also noch jünger waren. Ach so, Jüdin. Und das hat mir so wehgetan. Alle 5 sind erschossen worden. Aber mit den 3, wo Mutter dabei war, mit den Kindern, da haben sie noch eine besondere Zeremonie gemacht. Und das hat wehgetan. Denn es ist die Mutter gewesen. Und die hat sich niedergekniet und hat gesagt, bitte, bitte, Herr, schießen Sie nicht meine Kinder, schießen Sie nur mich. Nein, zack, zack, ging es los. Und das war, also das, da kann ich heute manchmal, sehe ich das noch und kann nicht schlafen. Die Aufseher hetzen die noch Lebenden kreuz und quer durch den Wald und sperren sie schließlich in eine Scheune, in einem Grund gelegen, unweit des Dorfes Mühlhöfen. Da die Amerikaner bereits tief ins Egerland vorgerückt sind, beschließt die SS, sich ihrer Beute zu entledigen. Die Frauen in der Scheune werden zusammengeschossen. Und wieder geschieht eines dieser seltsamen Wunder. Johanna überlebt. Im Fieberwahn und geplagt von Ruhr- und Bauchtyphus war sie zuvor aus der Scheune getorkelt, unbemerkt von der SS. Drei Häftlingsfrauen überleben den Todesmarsch. 3 von Hunderten. Nachdem Stille eingekehrt ist, schleppen sie sich vorwärts, irgendwohin. Doch Johanna ist am Ende ihrer Kraft. Sie bricht zusammen und bleibt auf einem Feldweg liegen. Dass sie später im Kuhstall eines Mühlhöfener Bauern liegt, nimmt sie kaum noch wahr. War ich doch so schrecklich verlaust, von oben bis unten, und hatte durch den Todesmarsch, weil ich nicht mehr so vorwärts konnte, mit dem Gewehrkolben hinten einen Schlag gekriegt und da war das aufgeklappt. Hinten bei mir war alles aufgeklappt und die Läuse hatten sich reingemacht. Nun den Stroh und der Typhus und die Ruhr.
und all diese, und das Wasser in die Beine und alles, das machte mich so fertig, ich lag wirklich im Sterben. Der Pfarrer wird geholt, um der Sterbenden die letzte Ölung zu geben. In dieser Stunde jedoch rücken die Amerikaner auch in Mühlhöfen ein. Sie transportieren die kaum noch Atmende sofort ins nächste Lazarett und von dort aus ins Spital Sankt Anna nach Plan, wo katholische Nonnen Johanna liebevoll pflegen. Der Krieg ist vorüber. Und Johanna ein halbes Jahr später so weit hergestellt, dass sie ans Leben denken kann. Für sie heißt das zurück nach Dresden, zurück zu Max. In eine Stadt aus Schutt und Asche kehrt Johanna zurück. Durch die Trümmer irren Flüchtlinge und Ausgebombte. Als sie vor ihrem Haus in der Ostbahnstraße steht, ist da nur noch eine Ruine. Doch wo ist Max? Die Gestapo im Nacken war der Maler im Erzgebirge untergetaucht. Noch immer schwer an TBC leidend, malt er und wartet unbeirrt auf die Rückkehr seiner Frau. War ja schon der Aufbau, der von allen Menschen mit einer Begeisterung, niemand hat gemeckert, hat Hunger gehabt, aber gemeckert hat überhaupt niemand. Waren zufrieden, haben alle aufgebaut. Also das steht fest. Über Umwege hatte Johanna ihren Mann gefunden. Beide entscheiden sich für die Arbeiter- und Bauernmacht. Sie übernehmen ein Schulungslokal, das sie mit eigenen Händen aufbauen. Die Versorgungslage nach dem Krieg ist katastrophal. Die Gesundheit der beiden schwer angeschlagen. Sie beißen sich durch. Und sie kämpfen gegen die Folgen eines Albtraumes. Johanna ist verändert seit ihrer Rückkehr. Misstrauisch ist sie geworden und ohne Lebensfreude. Sie sehnt sich nach einem Kind und erfährt nun, dass sie kein Kind mehr bekommen kann. Max schenkt ihr zwei kleine Hunde. Allmählich wandelt sich der Eisenacher Hof vom Schulungs- zum Künstlerlokal. Max' Malerfreunde verkehren hier. Palucka-Schüler, Opernsänger und Kruzianer. Und langsam lebt Johanna wieder auf. Mit Beginn der 50er Jahre verschärft sich das politische Klima. Misstrauisch verfolgt die Partei vom Stalinkurs abweichende Genossen. Solche wie Max und Johanna. Dazu kommt: An der Tür des Lokals tauchen plötzlich Hakenkreuze auf. Mitunter werden Fenster eingeschlagen, fallen antisemitische Äußerungen. Johanna gerät in Angstzustände. Die Polizei aber sieht nichts und hört nichts. Max' Strafanzeigen laufen regelmäßig ins Leere. Geradezu katastrophal spitzt sich die Situation für Johanna zu, als der neue Parteisekretär auftaucht. Es war voll, das Lokal war voll. Mein Mann kam zu mir und sagte, du, dort sitzt unser neuer Parteisekretär. Und der sitzt schon eine halbe Stunde da und er möchte gerne was zu essen haben. Und ich sagte, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich gehe zu ihm hin. Bin hingegangen, habe erst keinen Leerlauf haben wollen, habe Geschirr mitgenommen und sage zu ihm, bitte schön, um was handelt sich das? Was möchten Sie bitte haben? Und gucke den ins Gesicht und in dem Moment erkenne ich diesen Polizisten, der mich damals, wo ich ausgewiesen bin aus Deutschland, mit meinem Einwohnerschein über die Grenze schaffen sollte. Und da fiel mir alles, was ich in der Hand hatte, auf seine Sachen. Und in diesem Moment bin ich ausgerissen, bin ins Büro gegangen. Und da ist mein Mann sehr böse geworden und hat gesagt, dass du hast einen KZ-Koller. Ich habe gesagt, das ist ein Faschist gewesen. Johanna hat sich nicht geirrt. Und Herbert Ostmann ist keineswegs der einzige Altnazi in ihrem Umfeld. Für Max und Johanna bricht eine Zeit an, in der sie verzweifelt um die Wahrheit ringen. Eine Zeit mit wachsenden Polizeischikanen, einem Parteiausschluss, eingeleitet von Herbert Ostmann, und Hausdurchsuchungen. Als das Wirtsehepaar keine Ruhe gibt, wird die Jüdin Johanna 1958 in einen Hehlereiprozess geschoben und zur Abschreckung für 4 Monate inhaftiert.
im gleichen Gefängnis, wo sie früher schon wegen Rassenschande eingesessen hat. Und ich hatte einen Schauprozess, wie ich schon sagte. Ich war nämlich erst ins Präsidium geholt worden, eigentlich wegen des Tages, zu einer Besprechung. Hört das auf? Ich kann das nicht hören. Aus bestimmten Gründen. Es ist mir nicht möglich zu sprechen. Ich habe das direkt hier. Gottes Willen, das ist nicht. Die Verhaftung seiner Frau lässt Max zum Kohlhaas werden. Und so wird er schließlich selbst zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt, wegen Staatsverleumdung. Strafverschärfend entzieht man den beiden unzuverlässigen Staatsbürgern die Gaststättenkonzession. Aus dem Eisenacher Hof, den Max und Johanna aus eigener Kraft aufgebaut haben, wird ein Veteranenclub. Noch während Max im Zittauer Gefängnis sitzt, lassen SED-Funktionäre das Mobiliar der Wirtsleute auf die Straße setzen. Johanna erleidet einen Zusammenbruch. Wie kann man weiterleben nach all dem? Nervlich am Ende und eine Zeit lang arbeitslos, wird Max schließlich im Staatstheater angestellt. Als Bühnenarbeiter zunächst, später als Kunstschlosser und Lehrausbilder. Johanna geht als Serviererin ins Gaststättengewerbe. Was ihnen bleibt, ist ihre außergewöhnliche Liebe. 1982, fast völlig erblindet, stirbt Max. Johanna, heute fast 90 Jahre alt, schaut auf ein Leben zurück, von dem sie meint, es sei eine nie abreißende Berg- und Talfahrt gewesen. Allmählich verlassen sie die körperlichen Kräfte. Nur hinter der kleinen Synagoge beschleunigt sich noch ihr Schritt, denn hier ruht Max, mit dem Johanna noch immer Zwiesprache hält.